Hallo, Dinoponera australis, ein weiteres Video von uns. Hier mal ein paar Nacktpucken von Dinoponera australis. Die Puppen habe ich hier gehäutet. Also immer wieder kommt es vor, dass bei einer Kolonie, aber wirklich auch nur bei einer, immer wieder Puppen entsorgt werden. Und ein paar Puppen davon sind defekt. Einige konnte ich jetzt keinen Defekt wirklich feststellen. Innen drin gab es hier aktive Ameisen. Also gibt es Kokons, die jetzt wirklich nicht desolat erscheinen. Die Kokons hebe ich noch weiter auf. Das heißt, die kommen in eine feuchte Box auf einem feuchten Untergrund, den man öfters austauschen muss. Ansonsten schimmelt es. Und schauen wir mal, ob ich hier vielleicht sogar ein paar einzelne Arbeiter durchbringen könnte. Es ist immer noch ein bisschen mysteriös, warum gerade eben eine Kolonie ihre Puppen öfters entsorgt und bei der anderen gar nichts vorkommt. Ansonsten, den Ameisen geht es soweit gut. Ich habe den Erdanteil gesteigert einfach, damit mehr feuchte Erde im Boden drin ist, weil wir kommen ja nicht ganz so oft zum Befeuchten. Wir haben noch ein paar andere Aufgaben im Shop einmal zu tun, so viele Schaubecken, die wir einfach haben. Und meine Vermutung ist, dass sie bei der Kolonie hier Puppen entsorgt worden sind, dass sie einfach zu trocken werden mit der Zeit. Und von daher habe ich nachgebessert. Ihr seht auch das Becken fleißig bepflanzt. Da kann man sich freien Lauf lassen. Die meisten Pflanzen sind gespritzt. Ich habe jetzt hier keine Biopflanzen gekauft, tatsächlich nicht. Aber ich habe die komplette Erde unten rausgewaschen. Das mindestens die Pflanze gut abgewaschen, gut abgespült und die ganze Erde raus. Und dann die Pflanze eingesetzt. Es muss nicht unbedingt immer eine Biopflanze sein. Das sind ja keine Blattschneider. Aber die komplette Erde würde ich auf jeden Fall rauswaschen, weil die Pflanzen oft schon aus dem Handel stark behandelt sind. Die Tiere immer noch super schön aktiv. Brut habt ihr ja gesehen. Also es sind definitiv Gamma-Gates vorhanden. Also ich denke mal eine zumindest. Die bauen jetzt auch wieder fleißig, weil ich eben da alles ein bisschen die Erde aufgefüllt habe und ein bisschen gegossen habe. Auch eine interessante Feststellung, gerade bei den Diakammer. Dinoponera australis, tut mir leid, bei den Dinoponera australis ist noch eine interessante Feststellung gewesen, dass sie sehr gern vom Regenwasser trinken. Das heißt also, wenn die Befeuchtungsanlage geht. Bei stehenden Tränken wird es oft ein bisschen schwierig, da gehen sie gar nicht mal so gern ran. Das ist auch ein interessantes Phänomen. Also, die trinken lieber von Blättern runter oder beim frischen Regen und jetzt weniger. Ich habe sie sehr, sehr selten bis fast gar nicht bis jetzt an Tränken beobachten können. Hier auch mal unser zweites Becken. Ja, meine Mitarbeiter übertreiben es halt ein bisschen, Mitarbeiterinnen ein bisschen mit dem Füttern. Ja. Uiuiui, die humpelt aber auch ein bisschen vorne. Die sammeln sich fleißig Futter ein, aber ja, die Dinoponera sind hier auf jeden Fall völlig überfüttert. Die wissen schon gar nicht, was sie machen sollen, wahrscheinlich vor lauter Langeweile, weil ein Futtermangel ist hier wirklich nicht. Schokoschaben und Mehlwürmer gibt es ab und zu oder ein paar Buffalo-Würmer, sowas in der Richtung und ja, das mögen die ganz gern. Ich habe jetzt hier auch ein paar kleine, ja, ich weiß nicht genau, was es sind, Bodenbewohner mit drin. Es könnte eine Art Springschwänze sein oder was auch immer. Ich habe jetzt hier auch Raubmilben ins Becken eingesetzt. Ist nicht weiter schlimm, aber zu viele fremde Tiere können eure Ameisen mobben und da mal ein bisschen aufpassen, dass wenn es überhand nimmt, wir haben ja Raubmilben, die habe ich jetzt hier eingesetzt und das dauert natürlich jetzt ein paar Wochen und dann sollte es wieder besser werden. Immer noch, also echt tolle Ameisen, super aktiv am Tag. Ich wurde auch mal aufgefragt, ja, wie schaut es mal aus? Kriegst du vielleicht die Dinoponera gigantea, die noch ein bisschen größer ist? Und die kommt jetzt mehr direkt beim Amazonasgebiet vor. Nein, habe ich auch kein Interesse tatsächlich, weil viele Dinoponera-Arten sind auch teilweise nachtaktiv. Also, und da wirklich der Australis ist da für mich der goldenste Fund ever gewesen, weil die Tiere einfach tagaktiv sind, weil sie auch keine zig Zweikolonien gründen, was es oft extrem schwierig machen würde, die Gamma-Gate zu finden. Die sind auch nicht tief im Boden drin. Und von daher ist jetzt wirklich hier, bin ich sehr, sehr wirklich zufrieden, diese Art gerade gefunden zu haben. Man muss unterscheiden, also wirklich, selbst Ameisen, die sich extrem ähnlich sind, können sich im Verhalten doch sehr stark unterscheiden. Und bei den Dinoponera ist es halt oft der Fall.
Bei dieser Kolonie habe ich jetzt hier, das ist die Kolonie, die keine Brut entsorgt. Da habe ich auch noch nicht so viel Brut gesehen, aber die müssten auch welche da haben. Haben sie bloß gut versteckt. Ich schaue auch gar nicht mehr so oft rein. Ich habe es mir abgewöhnt. Ich meine, ich kann unter das Becken drunter schauen tatsächlich, aber ich mache es sehr selten. Denn ich will die Ameisen einfach nicht stören. Aktuell bitte keine Anfragen bezüglich Käufe. Es wäre auch sehr schwierig, diese Ameisen aufzutreiben. Die wären auch recht teuer, sehr teuer. Die wären auch das Geld wert, finde ich, weil als eine der wenigen Ameisen, weil sie einfach auch vom Verhalten wirklich hervorstechen. Aber es gibt immer ein gewisses Restrisiko, mit solchen Ameisen zu hantieren. Vor allem, wenn die dann oft meistens ja, recht rar sind, dann teuer eingekauft werden. Und das Risiko ist dann nicht gerade gering, wenn man so eine Kolonie verstirbt. Das wäre schon recht schmerzhaft für den Halter. Ganz wichtig, was ich beim letzten Video noch mal erwähnt habe, ich habe jetzt hier überall Kork verteilt gehabt, also wie eine Art Baumrinde, Korkrinden, und habe unten drunter eben, das war auch ein bisschen spät, kleine Holzstückchen gesetzt, damit mir das kein zweites Mal passiert, dass wenn die Ameisen alles in Erde vortragen, was so ziemlich jede Art macht, dass es dann irgendwo nach unten sackt, immer daran denken, hier und da ein paar Korkstückchen oder Baumrinde oder irgendwas verteilen, da kann es nicht nach unten sacken, dann passt es. Ich sag mal vielen Dank schon mal fürs Zuschauen und ich werde wieder weiter berichten, wie es weitergeht. Bis jetzt sieht es sehr gut aus über unsere Dino Ponera Australis. Viele Grüße, euer Mainz-Team.